Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong Country Returns. Wir sind im Vulkan. Level 8-2 Raketenraserei. Und ihr wisst, was Raketenraserei bedeutet. Das heißt natürlich, ein Raketenlevel wartet auf uns. Kann schnell vorbei sein, kann aber auch ewig dauern. Und im Vulkan hier wird es auf jeden Fall, denke ich mal, richtig gemein. Dort oben ist ein Bonusfass. Das machen wir als erstes, denn ich denke mal, es wird fünf Puzzleteile geben. Oh, nicht schon wieder sowas. So, okay. So. Ganz gut, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Schön abwarten, schön abwarten. Und dann haben wir unser erstes Puzzleteil. Und die anderen werden wir dann im Raketenflug suchen müssen. 1 von 5, jawohl. Los geht's, denke ich mal. Da ist es, Raketenpass. Auf geht's. Oh mein Gott. Okay, okay. Da war es ein bisschen eng. Ich hab's gemerkt. Und jetzt noch die ganze Chose ohne Didi machen. Nein, ich wollte das Bonus nicht nochmal machen. Ich habe da das Puzzleteil schon. Aber ich kann mir ein Leben holen. So. Das Leben hat zumindest gespeichert. Das Puzzleteil, wie gesagt, haben wir schon. 1 von 5, ne? Ja. Aber halt noch keine Kongo-Starren. Das war mein Fehler. Ich weiß nicht, warum ich da in die Lava gesprungen bin. Nein, ich will nicht immer in das Bonusfass da. Mann! Ich habe doch dieses Puzzleteil schon geholt. Die anderen Puzzleteile muss ich unterwegs farmen. So, auf geht's. Neuer Start, neues Glück. Start, neues Glück. Naja. Ich sag ja, das Raketenlevel kann schnell gehen. Mann. Es kann schnell gehen, aber es kann auch schnell vorbei sein. Ich weiß, ich habe nichts geholt, Donkey Kong. Aber du hast das. Du hast das schon. Ist da alles gut? Du musst hier nur die Chose schaffen. Hätte ich alles einsammeln müssen hier wahrscheinlich. Nee. Okay, okay, okay. Gib mir doch einen Speicherpunkt, das gibt's doch gar nicht. Zwei Puzzleteile haben wir. Egal, ich brauche beim Raketenlevel sowieso nur ein Herz. Brauch sowieso nur ein Herz. Die hätte ich gar nicht alle einsammeln können, oder? Boah, ist das eng. Das ist so eng, ey. Wahnsinn.
Ne, gut, hier kann man immer schön Bananen formen. Das K haben wir. Okay, das Puzzleteil. Oh, jetzt geht's hier unten lang. Das O haben wir auch und da ist das Speicherfass. Sehr schön. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Puzzleteil haben wir auch, sehr schön. Umgestanden haben wir auch. Oh Gott. Da hätte ich nach oben ziehen müssen. Was? Wir haben 3 von 5 Puzzleteilen. Okay. Müssen wir noch einen guten Weg heraussuchen. Ja, da hätte ich nach oben und dann nach unten gemusst, ne? Ja. Das ist echt fies. Aber geil sieht's aus, Leute. Geil sieht's aus. Aber ich hab's links verpasst. Ich hab was verpasst. Und jetzt schon wieder den gleichen Fehler gemacht. Ah. Also aber sind aber auch richtig krasse Abschnitte, muss ich sagen. Ja, schön, dass ich das bekommen habe. Soll ich jetzt lieber oben bleiben? Oder hätte ich da unten bleiben müssen? Aber oben durch komme ich ja auch nicht. Ich muss da noch ein bisschen Weg finden. Ich habe definitiv irgendwo was verpasst. Ich weiß nicht, ob hier noch 2 Puzzleteile kommen. Den unten. Ah, da hätte ich hochgemusst. Okay, okay. Aber da oben komme ich ja auch nicht lang, weil da fällt ja dann was vom. Fällt ja dann was ab oben. Ja. Ich will nicht wissen, wie es hier nach verbranntem Fell stinkt oder so. Leute. Oder mal hier durch. Hä? Wieso? Oben komme ich nicht lang. Und unten aber auch nicht. Weil da diese Viecher kommen. Ich würde ja zumindest erstmal gerne die Kong-Buchstaben sichern. Okay. Das Puzzleteil haben wir auch.
Aber es fehlt noch eins. Es fehlt noch eins. Oh nein. Ich sichere erstmal die Kongbuchstaben. Irgendwo habe ich was übersehen. Irgendwo fehlt ein Puzzleteil. Ist das eine Aufgabe für Squawks, damit er mir zeigt, wo es eins gibt? Oder wollen wir nochmal sagen, wir schaffen das alleine und gucken hier alleine nochmal rein? Squawks haben wir schon lange nicht mehr gesehen, deswegen nehmen wir den einfach mal mit. Und gehen nochmal hier in diese Raketenraserei rein. Wenn er natürlich gleich am Anfang hier rummeckert. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nee. Buchstaben sind nicht mehr wichtig. Das hätte ein Puzzleteil gegeben, wahrscheinlich. Hier war ja was gewesen. Hier hat er Geräusche gemacht. Hier hat er Geräusche gemacht. Okay. Also hier nicht. Und schaut mal, wie viel Leben ich schon verloren habe. Ich habe keine 99 Leben mehr. Ich werde doch bis zum ersten Speicherschwein kommen, obwohl. Gott sei Dank haben wir Cranky's Laden hier in der Nähe. Gott sei Dank haben wir hier Cranky's Laden in der Nähe. Muss natürlich jetzt nochmal. So, wo squawkst du rum hier, mein Guter? Hier? Wo soll hier ein Puzzleteil sein? Heißt das, ich muss die Bananen dort einsammeln? Also die wollen uns ja nicht hier. Bring mich doch bis zum ersten Abschnitt wenigstens hin. Donkey, der Sprung war etwas zu kurz, würde ich sagen. Ja, wenn man das ja auch so oft spielt, irgendwann. Da unten ist das Puzzleteil. Das ist da unten. Oh, das habe ich echt nicht gesehen. Das muss ich einfach nur einsammeln. Okay. Ach
du mit deinem Superassistent, lass mich in Ruhe. Ich hab's Puzzleteil gesehen. So. Da unten ist es. Oh, wie kommt... Da... Boah. Ja, ist egal, ist egal. Ich muss eigentlich ganz unten bleiben. Jawohl. Das Puzzleteil haben wir. Und da sind wir durch. Also zumindest bis zum Speicher. Jetzt kommt die Schose wieder hier. Mit den Viechern. Aber da muss ich ja Gott sei Dank nichts einsammeln. Aber wie bin ich denn da durchgekommen? Das jede Mal. Und dann bin ich am Schwanz hinten hängen geblieben. Großartig. Wir haben aber alles. Wir haben aber alles geschafft. Wow, habe ich gleich nochmal ein Puzzleteil eingesammelt. Ja, das hält auf, das hier, das hält auf. Aber wir haben es schon mal geschafft, also werden wir da jetzt nochmal durchkommen hier. Jetzt werde ich nur noch mal von Lava verfolgt. Und dann sind wir durch. Puh. Aber ein schöner Hintergrund. Ein schöner Hintergrund. Und jetzt nur noch rein hier. Und das Level endlich beenden. Da haben wir es. Da haben wir es. Wir sind durch. Und können dann im nächsten Level weitermachen. Ich hoffe doch mal, es wird wieder etwas ruhiger. So, was haben wir denn? 3-4? 3-3. Schienenbarbecue. Das ist auf jeden Fall ein... ich vermute mal ganz stark, dass das ein Loren-Level ist. Aber das schauen wir uns definitiv erst im nächsten Part an. So. Da geht's weiter mit 3-8 Schienenbarbecue. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi. Zombie Apocalypse.